Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören, aber was ist denn das Gegenteil von Yin? Ich weiß, es ist das schwarz-weiße Zeichen. Genau, richtig, ja. Ja. Yin und... Yet oder so irgendwie. Fast. Das Gegenteil ist Yang. Yin und Yang. Was ist das Gegenteil von Original? Original. Kopie. Plagiat. Ja, was ich auch gelten lasse, ist Made in China. Was ist das Gegenteil von Contra? Was ist das? Was ist das? Contra. Ja, ich weiß nicht mal, was Contra ist. Pro. Pro und Contra. Also dafür und dagegen, sagt man so. Pro und Contra. Dann vielleicht mal was Einfacheres. Was ist das Gegenteil von Meersalz? Süßsalz. Nee, weniger Salz. Oh, stimmt. Leute, das ist so dumm. Nein, ist ja ein Spaß. Was ist das Gegenteil von Lope? Von was? Von Lope. Lope? Keine Ahnung. Das ist doch logisch. Antilope. Hast du recht. Ja. Und einer noch zum Schluss. Was ist das Gegenteil von Viagra? Ich kenne mich damit nicht aus. Terpentin. Damit kriegt man jeden Pinsel weich. Der war gut. Der ist echt gut. Der Pfingstmontag mit dem FFH-Dummfrager. Heute den ganzen Tag bei Hitradio FFH.